Ja, und ich muss gerade mal was gucken. Ja, hier gibt es ja verschiedene Sachen, die wir machen müssen. Zum einen können wir das mal anschauen. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Tö, für wen hält er sich? Für mein... Ja. Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Aha, und läuft trotzdem hin. So, dann schauen wir uns das mal an. Moment mal, hey, wird das nie. Heiße. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Ja, meine ich auch. Dann einmal Fenster hier. Nee. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. Ach so. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Kohle, 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 tralala. Kohle, Kohle, lalala. So ungefähr. Nam, 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 nam. Was braucht man noch? Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Okay. So, wir haben jetzt verschiedene Zettel. Wassermemo, Kohlememo, Brotmemo. Ach, könnte man mich. Was sieht's denn hier aus? Sieger als Rat einholen. Schnabeltier gerichtet. Sieger zurück und dann romantisches Date. Ja, was haben wir hier denn noch? Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Okay. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Voller Hintern Sack. ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör Ich doch mal auf zu brauche kritzeln. Sag mal, merkst du gar Schlotter. nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Okay. Okay, gut. Ich glaube, haben wir jetzt alle Memos? Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ja, und das da oben. Hier ziehen für Geheimtür. Gar kein schlechter Titel für ein Buch. Aber das Buch haben wir nicht im Inventar. Nee. Wow. So, und ich würde mal sagen. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Okay. Also, einstecken. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein.
Eine Klappe. Ah, okay. Haben wir ein Flusensieb? Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Doch, das ist ein Flusensieb. Oh, okay. Gehen wir mal hoch. Da gibt's keinen Poki, das ist aber schade. So, dann haben wir hier die Windhose. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Okay. Ja, da kommst du wahrscheinlich nicht dran. Ich würde locker rankommen. Aber solange Sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommen, sehe ich das gar nicht ein. Okay. Rohr? Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ja. Okay. Dann haben wir hier noch eine Öse. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. ja, da können wir, glaube ich, noch nichts machen. Deswegen gehen wir mal runter. Wieder. Und gehen dann wieder raus nach Bellevue. Und gehen mal nach da unten. Was ist das eigentlich, so ein Triebwerk oder was? Oh, ein Dichter. Alle sind dicht, aber Goethe war Dichter. Der gute Crane. Einer meiner Lieblingscharaktere im ursprünglichen, in meinem ganz ältesten Konzept oder irgendwann mal in der langen, langen Historie der Entstehung von Deponia, sollte er mal der Bruder von Seagull werden. Da war aber noch nicht klar, dass ich Seagull inhaltlich anders belegen werde. Das erzähle ich jetzt noch gar nicht, weil das soll ja für euch eine Überraschung sein. Aber mir hat immer die Idee gefallen, dass da direkt unter der Villa von jemandem, der sehr viel Geld hat, jemand wohnt, der ganz wenig Geld hat und die beiden halt so eine ganz furchtbare, schreckliche Nachbarschaft pflegen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, wie Micha hier halt den Hintergrund gestaltet hat. Crane hat halt so wenig in seiner Wohnung, dass er sich halt die Sachen, die er sonst noch zum Leben braucht, einfach an die Wand gemalt hat mit Kreide. Das ist so jämmerlich. Das ist auch keines weiteren Kommentars bedarf. Deswegen findet das auch in dieser Sachverhalt im Gespräch nicht statt. Aber obwohl Crane so wenig hat, ist dies ja ein Ausrüstungsraum. Man klaut hier gehässigerweise, kann man ihm ja prinzipiell die ganzen Sachen halt wegnehmen. Und was hat er denn da schon? Ein Faden, ein trockenes Stück Brot und natürlich die Asche von seiner Oma. Oh mein Gott, ist das gehässig. Aber das bringt mich wiederum zu dem Thema, dass wir ganz, ganz viel Ärger hatten in diesem Kapitel vom Spiel, eine Übersicht über die ganzen Items zu bekommen, die man aufsammeln kann. Und zwar hatten wir unglaublich viele Tabellen aufgestellt, in denen halt alle möglichen Items drin sind. Das waren natürlich viel, viel mehr, als ins Inventar passen. Und wir mussten uns halt irgendwann überlegen, wir wollen kein Inventar, dass man scrollt, nur weil man irgendwo im Spiel möglicherweise halt irgendwie ein Item mehr haben kann. Natürlich wollten wir dann ein passgenaues Inventar haben, wo genau die 25 Gegenstände reinpassen, die man halt maximal gleichzeitig haben kann. Und hatten das halt mehrfach durchgerechnet. Und haben dann gemerkt, ja, genau, 25 reichen. Dann hatten wir uns verrechnet und haben wir gesehen, ah ja, Moment mal, aber diese beiden Items kann man ja doch wieder nicht gleichzeitig haben, weil das eine muss man ja schon ausgegeben haben, um das andere zu bekommen und so weiter. Da muss man ja ganz alle Items quasi in Beziehung setzen. Und hatten dann im Endeffekt doch noch was übersehen. Und es kam ein Item dazu, ich weiß es gar nicht mehr. Und Alex kam dann, und da war das Inventar natürlich schon längst fertig und wir waren schon längst mit dem ersten Teil fertig und das Inventar im zweiten Teil sollte ja genauso aussehen wie das im ersten Teil. Und dann, da ist uns dann aufgefallen, scheiße, wir haben einen Inventargegenstand zu viel. Das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Spieler durch den ganzen schwimmenden Schwarzmarkt läuft und alle Gegenstände aufsammelt und so viele Items im Inventar hat, dass er tatsächlich einmal ausnahmsweise 26 hat. Da muss er sich schon ganz schön für anstrengen, aber es ist halt möglich. Und da haben unsere Köpfe erstmal richtig geraucht. Wir konnten auch keins von den Items mehr wirklich wegrationalisieren und haben uns dann dafür entschlossen, und das finde ich besonders lustig und freue mich auch sehr darüber. Und jetzt kann ich es euch mal verraten, weil es ist quasi so eine Art Easter Egg und auch tatsächlich ein Achievement, wenn man nämlich es schafft,
26 Inventargegenstände gleichzeitig ins Inventar zu bekommen, kriegt man ein schönes Achievement. Viel Spaß beim Sammeln. Das schafft nicht jeder. Okay, man kann also 26 Gegenstände im Inventar haben. Okay, also wir bräuchten hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also noch 8 Gegenstände. Ja, okay. Ja. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. So, dann machen wir da oben den Faden. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Schade. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Ah, okay. Oh. Ja? Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ja, gute Idee. Ja, gute Entscheidung. Okay. Dann versuchen wir einfach mal, das Brot zu nehmen. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Wofür man allerdings den Faden braucht, weiß ich nicht. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Hey! Nee, gut, oder? Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Oder dann versuchen wir mal, die Kerze zu nehmen. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Ich glaube, da oben sieht man sogar eine Sonne, oder? Könnte das sein? Ich weiß nicht. So, dann schauen wir uns den mal an. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Ja, also ich bin dicht und Goethe war dichter. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Ah, okay. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Ja, den brauchst du auch nicht unbedingt. Also ich habe in Minecraft zum Beispiel auch keinen Innenausstatter und das stört mich nicht. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem. Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Okay. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Oh. Alles materieller Schnickschnack. Kann ich brauche sehen. Nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Ja, okay. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Okay. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Könnte passieren. Okay.
Gut, dann, Mach's gut. Genau, lass mich allein. Okay. Dann würde ich mal sagen, schmeiß mal eben die Handstaubsauger an den Kopf. Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Okay. Einmal mehr Erde. Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Können wir vielleicht ein bisschen hinmachen. Spaten beim Kopf. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Fernbedienung? Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. War gut, wenn er das sagt. Aber dann können wir vielleicht die Gurke der Erkenntnis an den Kopf hauen. Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen. Tue ich nicht. Nur weil ich ein Dichter bin, nehme ich noch lange keine Drogen. Das ist ein dummes Klischee. Dann will ich nichts gesagt haben. Außer vielleicht, dass du mal lüften solltest. Es riecht hier nämlich ganz schön nach dummen Klischees. Kann passieren. Rasiermesser, Fisch. Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dir etwa was angeboten? Ja, eben den Fisch. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Gut, wenn du das sagst, Crane, dann soll das so sein. Also einmal die vergammelten Pillen. Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen aus. Tue ich nicht. Nur weil ich ein Dichter bin, nehme ich noch lange keine Drogen. Das ist ein dummes Klischee. Dann will ich nichts gesagt haben. Außer vielleicht, dass du mal lüften solltest. Cool. Es riecht hier nämlich ganz schön nach dummen Klischees. Na gut. Wenn du das sagst, Rufus. Zucker? Bisschen Zucker im Tee. Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dir etwa was angeboten? Okay. Ich glaube... Wo? Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Jo, wenn du das sagst. Versuchen wir dir vielleicht trotzdem noch einen Schraubendreher anzudrehen, weil du ja wahrscheinlich eine Schraube locker hast. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Gut, dann als letztes noch die Kurbel. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. So, Kurbel haben wir die schon ausprobiert. Bisschen an Gedanken an Kurbeln. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, ist ja gut. Probieren wir noch das allerletzte, nämlich unseren altbekannten Sardellenköder. Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dir etwa was angeboten? Gut, wenn du das sagst, dann ist das okay. Aber wir können vielleicht die Memo ihm an den Kopf werfen. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig. Wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Okay. Dann schnappen wir uns einfach mal das Brot. So. Dann halten wir ihm einfach die Fadenmemo unter die Nase. Hallo. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je. Mir schwant Übles. Ich brauche den Faden? Tja, dann brauche ich ihn wohl nicht mehr, was? Na los, offenbar. Bedien dich. Aha. Er schaut irgendwie, vorher so glücklich geschaut, der Rufus. Nehmen wir den Faden auch mal mit. So,